Guten Morgen. Ja, ich habe in meiner Facebook-Gruppe Sei, wer du wirklich bist, werde gesund und dafür belohnt, du selbst zu sein. So heißt meine Facebook-Gruppe. Ja, da bist du natürlich eingeladen, ganz herzlich auch teilzunehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Inputs wie diesen hier, den ich jetzt hier auf meinem privaten Account mache. Da mache ich regelmäßig Videos, Coachings, Fragen, Inspirationen und so weiter und so fort. Die Facebook-Gruppe findest du natürlich oben in meinem Profil, wenn du dort schauen gehst. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt teile ich das eben jetzt auch noch in der Facebook-Gruppe. Genau, damit es alle anschauen können. Und da habe ich eben die Frage gestellt, was würdest du gerne haben für 2021? Und dann wurde da geschrieben, guten Morgen, ihr Lieben, jetzt sehe ich euch hier auf meinem iPad. Super. Kann ich eh noch ein bisschen warten? Genau, und da war die Frage, was möchtest du gerne haben für 2021 für dich? Ja, ich würde gerne sein, wer ich wirklich bin und damit Geld verdienen. Tja, wer möchte das nicht? Wer möchte das nicht? Wie schön wäre das, wenn du dir das erlauben könntest? Ohne eine einzige Bedingung, ohne irgendetwas zu sagen, ja, ich habe noch nicht alles, ich kann noch nicht Geld damit verdienen. Wie soll ich denn Geld verdienen? Mit dem, was ich wirklich bin. Aber du merkst, die Frage ist, ich möchte sein, wer ich wirklich bin. Und wer bist du denn wirklich? Ich glaube, diese Frage haben ganz viele Menschen für sich noch nicht klar gekriegt. Weil es gibt ganz viele Herangehensweisen, wie du erkennen kannst oder wie du dich selber sehen kannst, wie du dich siehst. Aus welcher Perspektive siehst du dich? Hast du dir das schon mal überlegt, aus welcher Perspektive du dich siehst? Weil damit du mit dem, was du wirklich bist, dir erlauben kannst, Geld zu verdienen. Und Geld zu verdienen heißt ja eigentlich auch wieder ganz viele verschiedene Dinge. Also musst du das klar kriegen, was heißt für dich denn Geld verdienen? Was heißt für dich Geld verdienen? Hast du dir das schon mal überlegt? Heißt Geld verdienen für dich, deine Arbeitszeit, deine Zeit, deine Lebenszeit einzusetzen, im Gegenzug Geld dafür zu bekommen? Also ganz einfach, Geld für Stunde. Geld für Stunde. Das ist hauptsächlich hier in den meisten, sage ich mal, Arbeitsverträgen, plus oder minus so enthalten. Geld für Stunde, Geld für Arbeitszeit, Geld für Präsenz. Wenn das dein Sein ist, wenn dein Sein ist, dass du irgendwo präsent bist, eine gewisse Zeit, wenn du dich so siehst, dass deine Aufgabe es ist, für irgendeine gewisse Zeit präsent zu sein und für diese Präsenz, die du dort hast, Geld zu bekommen. Stellt sich die Frage, was ist Geld? Was bist du? Und ich sage, du bist Energie und Geld ist Energie. Und wenn beides Energie ist, dann geht es einfach nur darum, einen energetischen Abgleich zwischen dir, zwischen dem, was du energetisch für dich bestimmst, was du bist, und dementsprechend das Geld. Und es gibt dann einen Match. Wenn du also möglichst viel Geld bekommen möchtest im Ausgleich für dich, für deine Energie, dann geht es ja wirklich darum, dass du erkennst, ja, wer bin ich denn wirklich? Okay, was für eine Energie bin ich denn gerade? Wofür, für welche Energie stehe ich denn gerade? Da. Welche Energie repräsentiere ich denn im Moment?
Und das sind alles Fragen, die sich ganz wichtig sind, sich diese Fragen zu stellen und auch diese Antworten drauf zu finden. Weil wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, sondern eben denkst, dass du der oder diejenige bist, entsprechend deiner Geschichte, deines Lebens. Wenn du meinst, dass deine Geschichte so weitergeschrieben werden muss, wie sie für dich angefangen hat in deinem Leben, und du dich schon aufgegeben hast, mehr oder weniger, dann bist du ziemlich verzweifelt. Und dann kannst du dir auch nicht vorstellen, dass du dafür bezahlt, entlohnt, belohnt und vielleicht sogar noch gehuldigt. Das ist ein Wort, das kommt mir in letzter Zeit immer so. Ist so ein altertümliches Wort. Aber darum geht es doch. Was erlaubst du dir für dich im Gegenzug für dein Sein? Was erlaubst du dir? Was darfst du haben? Was darfst du bekommen? Wie darf das Leben dir zeigen, dass es wichtig ist, dass du da bist? Und das sind genau diese Fragen, die sich irgendwie keiner stellt, weil wir hier ins Leben gesetzt werden und dann katapultieren wir uns einfach so in den Strom, in den Fluss, in die Überzeugungen des Lebens und machen nie eine Bestandsaufnahme. Wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Und da gibt es ganz verschiedene Sichtweisen. Wer bist du für deine Mutter? Was glaubst du zumindest, wer du für deine Mutter bist? Was glaubst du, wer du für deinen Partner bist? Weil ich sage ganz bewusst, was glaubst du? Weil das ist das Einzige, was wirklich zählt, was du glaubst. Weil du glaubst alles. Du glaubst auch, eben wenn ich dich frage, was glaubst du, wer du für deine Mutter bist, dann glaubst du das. Und selbst wenn deine Mutter dir mal erzählt hat, wer du für sie bist, dann bist immer noch du die Person, die das glauben mag. Und wenn du jetzt mal realistisch bist, wenn du 10 Leute fragst, wie sie dich sehen, wer du für diese 10 Leute bist, dann kriegst du 10 Antworten, die zum Teil Überschneidungen haben, aber auch 10 Antworten, die sich unterscheiden. Ja? Und jetzt ist es, wem glaubst du von diesen 10 Antworten? Wem willst du genügen? Für wen willst du tatsächlich die Person sein, die sie in dir sehen können? Willst du die sein, die dein Arbeitgeber in dir sieht? Willst du die sein, die dein Partner in dir sieht? Oder willst du die Person sein, von der du glaubst, dass sie ganz, ganz, ganz erfolgreich sein kann? Merkst du, an all diesen Fragen kannst du feststellen, dass es nur um dich geht. Du entscheidest, was du möchtest. Du entscheidest. Und oft ist dir gar nicht bewusst, dass du entscheiden kannst, wer du bist, wer du wirklich bist, für wen. Weil es dir niemand gesagt hat. Weil du hier in dieser Realität für dich wahrgenommen hast, dass es darum geht, dass du die richtige Person für irgendjemanden anders bist. Und da ist der größte Fehler, der uns antrainiert worden ist, der uns gesagt worden ist. Ich meine, es wird dir in der Schule gesagt, es wird dir im Kindergarten schon gesagt, es wird dir in der Arbeit gesagt, wer und was du zu sein hast. Du kriegst einen Stellenbeschrieb in deinem Job. Da steht ganz, ganz klar drauf, was du zu machen hast und deine Position. Und jetzt geht es darum, dass du dich davon befreist, dass andere dir scheinbar zu sagen haben, was deine Position ist im Leben
was dein Stellenbeschrieb ist im Leben, welche Aufgaben du auszuüben hast und wie wer dich dafür bewerten darf. Merkst du, all diese Dinge, die in unserem Leben scheinbar sein müssen, die machen uns nicht zu dem, was wir wirklich sind. Die machen uns unfrei und die gaukeln uns vor, dass es tatsächlich irgendetwas, irgendjemanden im Außen gibt, der uns die Position im Leben zuweisen darf und der uns den Stellenbeschrieb in unserem Leben geben darf. Und aus dieser Illusion darfst du aussteigen, in dem Moment, wo du weißt, dass diese ganze Illusion nur eine Geschichte ist, die du glaubst und in der du mitspielst. Und wenn du für dich anerkennst, dass du der Geschichtenschreiber bist, weil außerhalb von dir, außerhalb von deiner Wahrnehmung, außerhalb von deinem Bewusstsein gibt es keine Geschichte. Wenn du dir die Frage stellst, wo sehe ich denn das? Wo wird alles wahrgenommen, was in meinem Leben passiert? Wer nimmt die Dinge wahr? Wer beurteilt die Dinge? Wer sieht die Dinge? Und dann kommt das Ich. Ich bin derjenige, diejenige, die alles wahrnimmt. Ich setze vielleicht die Augen, die scheinbaren Augen von jemand anderem, von meinem Chef auf, die scheinbare Perspektive, weil ich glaube, mein Chef sieht mich so. Dann sehe aber immer noch ich mich. In meiner Vorstellung, mit den Augen, mit der Perspektive meines Chefs oder meines Partners. Aber wer lässt endlich, wer sieht dich? Wer sieht dein Leben? Das siehst nur du allein siehst dein Leben. Das sind nur deine Wahrnehmung, es ist nur das, was du siehst. Und selbst wenn du etwas siehst, was jemand anderes sieht, bist es immer nur noch du, der das sieht, der das wahrnimmt. Und der oder die oder das bist du wirklich. Du bist der Beobachter, der Wahrnehmer, der Beurteiler, der Seher. Gibt's ja Asterix und Obelix. Du bist die einzige Person, in deinem Leben. Du nimmst alle anderen Personen wahr. Die nimmst du wahr. Und das ist das, was du wirklich bist. Das, was du wahrnimmst. Du bist das, was du wahrnimmst. Du bist das, was du denkst. Du bist das, was du glaubst. Und wenn du das nochmal wirklich ganz tief überlegst, wenn du aufhörst wahrzunehmen, wenn du anfängst zu schlafen, wenn du anfängst zu schlafen, was nimmst du dann noch wahr? Da passieren die gleichen Dinge, die gleichen Menschen, die du im Wachzustand wahrnimmst, die tun immer noch Dinge. Aber du schläfst. Dein Bewusstsein ist von diesen Menschen, von diesen Dingen, von der Geschichte, von den Geschichten, ist es abgezogen. Du schläfst. Und in diesem Moment, wo du schläfst, nimmst du das im Außen nicht mehr wahr. In diesem Moment, wo du in der Meditation bist, bist du in deiner inneren Welt. Aber das heißt ja nicht, dass die äußere Welt nicht mehr existiert, oder doch? Für dich existiert sie nicht mehr. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit abziehst, existiert diese Sache für dich nicht mehr. In dem Moment, wo du an eine Geschichte oder eine Person nicht mehr denkst,
ist sie außerhalb deines Bewusstseins, außerhalb deines Bewusstseinsfeldes. Und erst in dem Moment, wo du an diese Person oder an diese Geschichte wieder denkst, kommt die Sache, diese Person, diese Geschichte wieder in dein Bewusstsein und sie entsteht wieder neu. Wenn du an einen Menschen nie wieder denkst, gibt es diesen Menschen noch in deinem Leben? Erst in dem Moment, wo du wieder an diesen Menschen denkst, gibt es diesen Menschen wieder in deinem Leben, hast du diesen Menschen wieder in dein Leben kreiert. Mit diesen Beispielen will ich dir nur klar machen, dass es tatsächlich nichts gibt, wenn du dein Bewusstsein nicht drauf legst, wenn du es nicht erschaffst. Neville Goddard sagt ganz klar, deine Vorstellungskraft ist Gott. Gott im Sinnbild des Schöpfers, des Kreators, des Erschaffers. Du erschaffst mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Vorstellungskraft. Und das ist das, was du wirklich bist. Und das ist ein bisschen spooky für den Verstand, weil der Verstand hat ja andere Sachen gelernt. Der Verstand hat ja gelernt, dass er quasi das scheinbar ist, was er sieht. Und dann schaut er immer und sucht. Und sucht und sucht und sucht und geht suchen, 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 wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Und sieht sich nie und sieht nur andere, weil er nicht weiß, dass während der andere sieht, er das ist, was er sieht. Weil du bist das, was andere sieht. Du bist das, was andere sieht. Also bist du das, was alles sieht. Also bist du das, was alles erschafft für dich in deinem Leben, in deinem Universum. Und jetzt ist die tricky Frage. Willst du das, was du siehst? Oder willst du etwas anderes sehen? Ja, aber ich kann nichts anderes sehen. Ich kann nur das sehen, was ich sehe. Ja, im Moment schon. Aber du kannst deine Aufmerksamkeit von dem, was du jetzt siehst, abziehen. Wie wenn du schlafen gehst, wie wenn du am Abend ins Bett gehst und du kommst zurück in diese Leere, in dieses Weiß, auf dieses weiße Blatt Papier. Du kommst zu dir, wie man das so schön sagt. Du lässt dich nicht mehr beeinflussen, was da mal war. Du lässt dich nicht mehr beeinflussen von Geschichten. Du lässt dich nicht mehr beeinflussen von Überzeugungen, sondern du erlaubst dir, alles neu zu machen. Du erlaubst dir, alles neu zu sehen. Du erlaubst dir, eben aus dieser neuen Position heraus, deine eigene Kraft und deine Schöpfermacht. Und es ist deine Entscheidung, was du siehst. Und wenn du da für dich ein gutes Selbstkonzept gefunden hast, das sich nach Herz, nach Liebe, nach Begeisterung anfühlt, dann weißt du, dass du am richtigen Ort bist. Dann weißt du, dass du dort angekommen bist, wofür du gedacht bist. Das Leben und du, wir sind und ich, mein Leben, mein Universum, muss nicht dein Leben und dein Universum sein. Aber dein Universum kann sein, was du möchtest und mein Universum kann sein, was ich möchte. Und wenn ich möchte, dass mein Leben und mein Universum dafür da ist, dass ich Freude und Glückseligkeit empfinde, dann darf ich mir das kreieren. Wenn mein Universum dafür da ist, aus meiner Sicht, dass ich frei bin und eben auch finanziell frei, dass ich erlaube, dass ich jemand bin, der finanziell frei ist, dass ich jemand bin, der finanziell dafür belohnt wird, einfach nur hier zu sein, weil ich wichtig bin. Weil wenn ich nicht wichtig wäre, wäre ich nicht da. Und ich bin ja wichtig, weil ohne mich gibt es mein Universum nicht. Ohne mich gibt es all das, was ich sehe, nicht. Wenn ich schlafe, sei es für über Nacht oder für immer, dann gibt es mein Universum in der Art und Weise, wie ich mein Universum sehe, nicht mehr. Aber solange ich wach bin, kann ich in meine Kraft treten und mein Universum auf die Art und Weise sehen, wie ich sehen möchte.
Und da ich ein göttliches Wesen bin und Göttlichkeit einfach nur für Liebe und Unendlichkeit steht, darf ich alles so erschaffen, wie ich es liebe. Darf ich alles so erschaffen, wie es mir Freude macht? Darf ich alles so erschaffen, wie ich denke, wie Liebe gelebt werden sollte? Und darüber darfst du dir alles Gedanken machen. Darüber machen wir uns in meinen Coachings ganz klare Gedanken. Wir machen uns ein ganz klares Bild darüber, wer du dir erlaubst zu sein, was du dir erlaubst zu leben, was du dir erlaubst, in dein Leben zu kreieren, welche finanzielle Fülle du dir erlaubst, welche Fülle in reiner, purer Liebe du dir da erlaubst. Weil es geht nur darum, was du dir erlaubst und was für dich richtig und wahr ist. Und niemand kann es dir vorschreiben. Nicht mal irgendein Gesetz oder irgendetwas, was immer schon scheinbar so war. Das musst du für dich nicht als wahr und richtig akzeptieren. Da liegt deine Kraft und da liegt deine Freiheit. Und es ist so spooky für den Verstand, weil der so anders getrimmt ist, weil der so anders mit so anderen Wahrheiten gefüttert worden ist, die aber nicht den Gesetzen des Universums entsprechen. Dass diese Wahrheiten, mit denen unser Verstand gefüttert ist, die entsprechen nicht den Gesetzen der Schöpfung, die entsprechen nicht den Gesetzen der Liebe und dies wird uns nicht beigebracht. Und wir sind hier, dass wir uns das selber beibringen und selber herausfinden, wer wir wirklich sind. Und wenn du das herausgefunden hast, wer du wirklich, wirklich bist, dann willst du niemals jemand anders sein. Dann bist du so zufrieden mit dem, was du bist. Da willst du kein anderes Leben. Da willst du nichts anders haben in deinem Leben, weil du weißt, wer du wirklich bist und du weißt, dass du dir alles, alles, alles so erschaffen kannst, wie es dein Herz, Sinnbild für die Liebe, begehrt. Und diese ganzen Geschichten von das geht nur wenn, dann so alle Bedingungen, das ist nicht möglich, das ist limitiert, es gibt nicht genug Geld, wenn dann für mich nicht und so weiter und so fort. All diese Überzeugungen, die in uns eingepflanzt worden sind, über Generationen von Generationen hinweg weitergegeben worden sind, entsprechen nicht der Wahrheit, der Schöpfung, der Kreation oder der Manifestation. Und was die Wahrheit ist, das ist wichtig, dass du das für dich herausfindest. Aber eins kann ich dir schon mal sagen, die Wahrheit ist nicht, dass du zu leiden hast, dass du in Mangel zu leben hast, in Mangel für Liebe oder für Geld oder für Anerkennung oder irgendeinem Mangel, das ist nicht wahr. Es ist auch nicht wahr, dass du in mangelnder Gesundheit hier unterwegs sein musst. Es ist nicht wahr, dass es dir an irgendetwas zu fehlen hat. Das sind alles Sachen, die nicht wahr sind. Und wenn du siehst, wenn du dir nur irgendwo vorstellen kannst, es gibt Menschen, denen mangelt es nicht an Geld, dann sagst du, ja gut, aber denen mangelt es an Liebe oder an Freude und so weiter und so fort. Naja, sei dahingestellt, es gibt Menschen, denen mangelt es nicht an Geld. Es gibt Menschen, denen mangelt es nicht an Liebe und an Unterstützung, an Anerkennung. Die haben eine grenzenlos wunderbare Partnerschaft. Das gibt's. Es gibt Menschen, die können einfach alles machen, was sie möchten und sind erfolgreich damit. Das gibt's. So, jetzt habe ich drei Sachen ausgeführt und du hast zig Argumente, warum es das eine gibt, ohne das andere und ohne das andere. Und dass man nicht alles haben kann. Aber wenn es alles gibt und wenn du alles sehen kannst, wenn du der Schöpfer bist und wenn du derjenige bist, der beurteilt und erschafft, dann kannst du auch derjenige sein und kannst sagen, alles, was es gibt, gibt es in meiner Welt für mich und für alle. Weil wenn es für einen gibt, dann gibt es für alle. Und wenn ich
die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit für mich dorthin lenke, dann ist es meine Wahrheit. Und meine Wahrheit erschaffe ich, kreiere ich. Ich lebe in meiner Wahrheit, ich lebe in meiner Welt. Ich erschaffe meine Welt. Meine Aufmerksamkeit ist göttlich, ist schöpferisch. Göttlich heißt nichts anderes wie liebend schöpferisch. Dr. Joe Dispenza nennt es liebende Intelligenz oder intelligente Liebe. Und wenn du dich mit intelligenter Liebe oder liebender Intelligenz identifizierst, verbindest, dann bist du das, für was du wirklich gedacht bist, dann bist du das, was du wirklich bist, weil du machst es sowieso. Du erschaffst dein Leben, du erschaffst jedes einzelne Drama, du erschaffst jedes einzelne Mangel, jeden einzelnen Mangel in deinem Leben, das erschaffst du. Jetzt musst du nur wissen, wie machst du es bewusst, dass die Dinge so erschafft werden, dass sie der intelligenten Liebe oder der liebenden Intelligenz gefallen. Dir gefallen, deiner Göttlichkeit gefallen, dem gefallen, was du wirklich bist. Und da gilt es, ganz neue Perspektiven an den Tag zu legen, ganz neue Überzeugungen an den Tag zu legen, weil wenn du weißt, dass alles, was du siehst und was du in deine Aufmerksamkeit, in deine Vorstellung ziehst, erschaffen wird, dann ist es an der Zeit, dass du mal untersuchst, wo ist deine Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Trainings und es gibt so viele Tools, Achtsamkeitstrainings. Ja? Aber wirklich zu wissen, was du zu tun hast und was du zu machen, was du machen kannst und wie weit du gehen kannst, damit du in deine Schöpferkraft kommst, die in deiner Vorstellungskraft liegt. Das ist so viel mehr, als du dir denkst. Es ist endlos. Es ist bedingungslos. Und wir denken alle noch so klein. Wir sind noch in den Babyschuhen, in den Babyschritten, wenn es darum geht, unser ganzes, komplettes Sein dafür auszunutzen, um Liebe und Fülle zu kreieren. Und es kann jeder von uns. Aber dafür muss jeder neu sich machen und sich auf diese Position des bewussten Manifestierers, Manifestiererin zu begeben und sagt, ja, mein Wort manifestiert und kreiert. Mein Gedanke manifestiert und kreiert. Und wir sind so programmiert, dass wir so viel Scheiße sagen, die wir nicht wollen. Dass wir so viel Scheiße über uns und andere denken, über das Leben denken, über Zusammenhänge des Lebens denken, die uns nicht dienlich sind. Die nicht dazu dienen, aus der Perspektive der liebenden Intelligenz oder der intelligenten Liebe zu manifestieren. Und da schlage ich einen ganz kleinen Punkt noch an, den ich auch in meiner Gruppe gesagt habe. Wie bin ich vom Dr. Joe Dispenza genau dahin gekommen, dass ich das sage, was ich jetzt sage und dass ich weiß, dass es stimmt und dass es richtig ist? Weil ich herausfinden musste, wer oder was ist diese intelligente Liebe oder die liebende Intelligenz und was hat es mit mir zu tun und was bedeutet es für mich? Und das war ganz, ganz wichtig, das klarzukriegen und mich dahin zu setzen und zu sagen, ja, das weiß ich, das spüre ich, das ist richtig. Diese intelligente Liebe, diese liebende Intelligenz, die bin ich, das ist nicht außerhalb von mir, sondern das ist alles in mir und das ist alles das, was mich ausmacht. Aber was bedeutet das jetzt hier in diesem Universum, auf dieser Erde, in dieser Welt, was bedeutet das? Wofür bin ich hier, wofür bin ich hier in Fleisch und in Knochen? Worum geht's denn? Was mache ich hier als Göttin? Wie ziehe ich mir diese göttlichen Schuhe an? Wie ziehe ich mir diese göttliche Perspektive an?
wie bringe ich das Ganze dahin, dass es sich wirklich göttlich und liebend und freudig für mich anfühlt? Puh, Leute, das ist ein Job. Und den mache ich täglich, von morgens bis abends. Den mache ich mit meinen Coaches immer, immer wieder. Und wir werden immer besser und besser und besser. Und es fühlt sich immer besser und richtiger und schöner und angekommener an. Und ich nenne das Divine Creation. Das ist für mich göttliche Kreation. Aus dieser göttlichen Liebe, aus dieser liebenden Intelligenz, aus der intelligenten Liebe heraus, die Welt für mich zu erschaffen. Und es macht von nichts Halt. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Limits. Es ist meine Welt. Und diese Welt, da ist nichts und niemand außerhalb von mir, deinen eigenen, jetzt pass auf, einen eigenen freien Willen hat, den er mir aufdrücken kann. Wenn ich zulasse, dass irgendeiner eingeschränkt, schlecht, krank oder was auch immer in meiner Welt erscheint, dann habe ich das zugelassen. Und wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich das ändern. Und das ist meine Power. So funktioniert Heilung auf allen Ebenen. Wir sind alle Heiler. Heiler, Geistheiler, weil dieser Geist, dieser Verstand kann alles heil sehen. Und wenn ich es heil sehe und heil manifestiere in meiner Welt, dann muss es so erscheinen. Und wir sind dafür trainiert, dass es überheblich ist, dass es arrogant ist. Wir sind dafür trainiert, dass das Dinge sind, die es nicht geben darf in unserem Leben. Dass vielleicht spezielle Personen diese Kraft und diese Macht haben, weil sie sich die irgendwo geholt oder bekommen haben. Aber ich sage dir, wir sind alle gleich. Wir sind alle eins. Und das ist genau diese Einheit, die wir leben dürfen, diese liebende Intelligenz, die intelligente Liebe. Und wenn du dich getrennt hast, endlich von Kirche und Religion, dann ist es auch für dich okay zu sagen, diese göttliche Liebe, diese göttliche Wahrheit, das göttliche Universum, das Paradies für dich zu sehen und zu erschaffen. Und darum geht's, herauszufinden, dass du das wirklich bist. Und wenn du herausgefunden hast, dass du das wirklich bist, zu schauen, was es für konsequente Veränderungen in deinem Denken, in deinen Ansichten und in deinen Überzeugungen benötigt. Weil all das, was du bis jetzt glaubst und was du für Ansichten hast und was du für Überzeugungen hast, die hast du übernommen aus einer Perspektive, die dir sagt, dass du Opfer bist. Dass du nicht diejenige bist, die entscheidet oder derjenige bist, der entscheidet. Aber wenn du deine Perspektive verändert hast über das, was du wirklich bist und wer du warst, du wirklich bist und was du bewirken kannst und wodurch du wirken kannst, dann müssen sich deine ganzen Überzeugungen, deine ganzen Ansichten, deine ganzen Handlungen verändern. Und wenn du das geschafft hast, dann verändert sich automatisch dein ganzer emotionaler Zustand, dein ganzer energetischer Zustand, dein Selbstverständnis, deine Sicherheit, deine Klarheit, die kommt so deutlich hervor, dass es nichts anderes mehr gibt für dich als Wahrheit und du dich von allen Lügen verabschiedest, die dich eingeschränkt haben, die dich klein gemacht haben, die dich unterdrückt haben und die dich untergebuttert haben, die sich so scheiße angefühlt haben. Warum haben sie sich scheiße angefühlt? Weil es eine Lüge war. Wenn du angelogen wirst, das fühlt sich scheiße an. Und aus diesem Grund mache ich das, was ich mache, wenn es ein bisschen mit dir resoniert hat. Ich habe eine Kombi-Ausbildung. Ich habe ja letztes Jahr schon 4 Ausbildungen gemacht für Master of Divine Healing, wo es wirklich auch darum geht, diese ganze religiösen Perspektiven, was ist divine, was ist göttlich, für dich klarzukriegen, dass du auch spürst, dass du göttlich bist, dass du mal spürst, dass du diese Energien spürst, dass du die Klarheit und diese Wahrheit spürst, was es bedeutet,
in deine göttliche Wahrheit einzutreten und die für dich und andere zu nutzen. Und diese Ausbildung kombiniere ich mit meiner neuen Ausbildung Master of Divine Creation. Und da geht es genau um diesen Mindset. Ja, wenn ich Divine Creator, göttlicher Schöpfer bin, wie denkt so jemand? Wie denke ich hier als Gott auf Erden? Mal ganz klar gesagt, ja? Wo sind meine Ansichten? Was glaube ich denn ganz fest? Was glaube ich über mich, über andere? Was glaube ich über die Welt? Was ist mein Selbstkonzept? Was ist das Konzept, das ich habe von anderen Menschen? Was ist das Konzept, das ich vom Universum habe, das ich von meiner Welt habe? Und da, wenn du das für dich klar gekriegt hast, dann manifestierst du pam, 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 pam die Sachen genauso, wie du willst. Du sitzt da und du weißt, mein Wille geschehe. Und das, was ich sehe und was ich weiß und wie kannst du was wissen? Das Wissen entsteht in dir. Aber du denkst immer, du kannst nur etwas wissen, wenn du Wissen dir angeeignet hast. Aber dieses Wissen, das du dir aneignen darfst, das ist dieses göttliche Wissen, das ist schon da. Du musst einfach nur aufhören, dran zu zweifeln. Und dann manifestierst du, dann kriegst du alles, dann kommt alles so, wie du es willst. Und dann fühlst du dich so, wie du es willst. Und dann bist du mit Menschen zusammen, wie du es willst. Dann verbringst du deine Zeit so, wie du es willst. Dann bist du getragen und gehalten von Menschen und von Finanzen, so wie du es willst. Und diese Einschränkungen abzulegen, ist jetzt für 2021 das absolute Thema. Und je schneller du in diese Sicherheit kommst und aufhörst zu suchen, wie, wo, was soll ich es denn tun und welche Regel muss ich befolgen und welche Technik muss ich befolgen, wenn du da rausgehst und versuchst nicht mehr irgendein 1:1 Konstrukt oder Technik oder Meditation nachzuvollziehen und zu glauben, dass es dann irgendwann mal klappt, während du aber noch in deiner Opferrolle, in deiner Opferpersona, in deiner Opferpersönlichkeit, in deiner Opferidentität, in deiner menschlichen Identität, die eben keine Superkräfte hat, versuchst irgendwas zu drehen, zu manipulieren und zu kontrollieren und zu überzeugen, zu überreden, whatsoever alles die Tools sind. Du wirst nur müde und du kriegst Angst, weil du es nicht handeln kannst. Du hast Schiss. Weil du Angst hast, dass du auf irgendeiner Bühne, in irgendeiner Beziehung plötzlich nicht mehr kontrollierst und manipulierst. Und dann sitzt du zu Hause und denkst und überlegst, habe ich es da gemacht, habe ich da richtig gemacht, habe ich den jetzt von mir überzeugt, gibt es den XY noch, der womöglich irgendwo nicht meiner Meinung sein könnte. Und du gehst jeden Abend ins Bett mit einem riesen Haufen von, oh mein Gott, ich muss ja da noch manipulieren, beeinflussen und kontrollieren, sonst entgleitet es mir. Das kriegst du nicht hin, Mann. Die Welt ist so groß, du wirst es nicht schaffen. Du wirst nicht auf diese Art und Weise irgendwo dorthin kommen, wo du sein möchtest, weil du die falsche Voraussetzung nimmst, weil du die falschen Regeln befolgst, weil du die falschen Vorstellungen nährst, die falschen Überzeugungen über dich nährst. Und erst dann, wenn du da sitzt und sagst, ja, ich bin Schöpfer, ich, mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung kreiert zu 100% und es gibt nichts außerhalb von mir, was irgendeinen freien Willen hat, den ich nicht in mein Leben erlaube. Das gibt es einfach nicht. Wenn du da sitzt in deiner Klarheit, in deiner Energie, in deiner Wahrheit, dann kannst du alles machen, alles. Und dann wirst du so, dann wirst du Gott gleich. Ja? Und was ist Gott gleich? Gott gleich ist ein Wesen, das erkennt, dass es intelligente Liebe ist, dass es liebende Intelligenz ist und dass es nicht irgendjemandem etwas wegnehmen muss, dass es nicht neidisch sein muss, dass es nicht kontrollieren muss, dass es nicht manipulieren muss, dass es keine Rolle spielen muss, dass es sich nicht irgendwo in eine Position drücken lassen muss, sondern es ist frei ist, freie Liebe. Liebe ist frei. Aber das zu lernen, was es bedeutet, hier mit deinem menschlichen Verstand aus der göttlichen Perspektive heraus
zu kreieren und zu denken und zu sehen und zu fühlen und zu handeln, das hat keiner von uns gelernt. Das dürfen wir uns beibringen. Und ich darf dir dabei helfen. Und ich sage nicht perfekt, perfekt, perfekt. Aber zumindest lasse ich mich nicht mehr davon abbringen, wie es funktioniert. Und ich lasse mir auch von nichts und niemandem mehr sagen, dass ich irgendwo ausgeliefert bin, irgendein Opfer oder irgendetwas nicht haben kann, was ich möchte. Und wenn ich es noch nicht habe, dann arbeite ich so lange an mir, dass ich die Person bin, die das hat und die es in Liebe hat und die es in Freude hat. Weil ich weiß, dass es unendliche Ressourcen gibt für alle von uns. Und das, was andere haben, was mir gefällt, ist nichts anderes als ein Input zu sagen, schau mal, da ist noch was Schönes. Schau mal, da ist noch was Schönes. Willst du nicht auch Teil dieses Schöne sein? Willst du dieses Schöne nicht als Teil deines Universums für dich akzeptieren? Wenn es schon alles gibt, warum soll ich nicht die Version in Schön nehmen? Wenn es von jeder Person unendlich viele Versionen gibt, warum soll ich nicht von jeder Person die schönste Version für mich in mein Universum ziehen? Warum soll ich das nicht tun? Es gibt so viele Versionen von allen Situationen, von allen Personen. Und da kämen wir jetzt in das Konzept von parallelen Realitäten. Das ist alles ja eigentlich sogar schon, was dein Hirn braucht, wissenschaftlich bewiesen. Quantenphysik und so weiter und so fort. Aber wie geht's wirklich? Wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn, damit es denn wirklich so wird? Und das würde ich dir gerne beibringen. Schau auf meine Homepage unter Coaching und Mentoring. Das oberste Angebot, Kombi-Package, Master of Divine Healing, Master of Divine Creation. Wir fangen am 7. Januar an. Der erste Kurs ist ein Selbststudium-Kurs, nachher mit Prüfung und nochmal Live-Coaching. Zum Schluss mit mir, damit du sicher gehen kannst, dass du dir nichts Falsches beigebracht hast anhand von diesen Videos. Und nachher gehen wir in die Vollen. Master of Divine Creation, wo du wirklich dich auf deinen Göttinnen- oder Götterthron setzt und schaust, was da alles geht in diesem Leben noch für dich. Und es ist nie zu spät. Wir sind alle hier, um zu kapieren, wie das funktioniert. Und solange wir leiden und solange wir im Mangel sind und solange uns Dinge fehlen, ist es ein Zeichen dafür, dass wir geschubst werden in diese Wahrheit, die ohne Mangel ist, die ohne Leid ist, die ohne Trauer ist. Wir sind hier, um ohne diesen ganzen Bullshit zu leben und um das rauszufinden. Also ihr Lieben, das war meine Inspiration für heute. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, das sind diese Dinge, das sind diese Wahrheiten, die lasse ich den ganzen Tag durch mich hindurchlaufen. Dass auch wenn irgendein Zweifel aufkommt, dass ich mich da wieder hinsetze in diese Göttlichkeit und in die Position, die für mich gedacht ist. Und wenn ich mal wieder runtergeschleudert werde und traurig, verzweifelt und mich hilflos fühle, dann weiß ich zumindest, wer ich wirklich bin. Und dann stehe ich auf und sage, mein Gott, was für ein Lügenscheiß habe ich jetzt wieder geglaubt? Über mich, über mein Sein, über meine Macht und über meine Kraft. Und dann setze ich mich wieder hin, verbinde mich mit dieser Wahrheit und sehe, wie plötzlich die Welt sich verändert. Wie die Dramen verschwinden, wie die Probleme verschwinden, wo ich weiß, was eigentlich die Wahrheit hinter diesen ganzen Geschichten ist. Und wenn ich mir eine Scheiße kreiere und eine Scheiße sehe, dann ändere ich's. Und das möchte ich dir gerne beibringen. Master of Divine Creation, das ist für mich das ultimativste Programm. Noch jetzt super zum Vorteilspreis fürs neue Jahr, zum Einstieg, dass du wirklich alle Tools auch hast und nicht mehr ins Nirvana rausgaloppierst und eine bist oder einer bist, der letztendlich sich ganz, ganz viele Vorsätze gemacht hat fürs 2021 und dann nachher irgendwie Anfang Februar schon
dasteht und sagt, Bullshit, ich pack's nicht. Ich wollte doch so viel. Ich wollte so viel ändern. Ich wollte so viel anders haben. Scheiße, meine Muckis reichen nicht. Ich habe kein Durchhaltevermögen. Und das passiert nur, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, wie deine Gedanken kreieren, wie deine Vorstellungskraft kreiert und wenn du tatsächlich meinst, hier geht es um irgendetwas durchzuziehen, hier geht es darum, dort anzufangen, indem du Dinge anders tust. Du wirst Dinge anders tun, aber du wirst nicht Dinge anders tun, weil du sagst, ich tue es jetzt anders, sondern du wirst Dinge anders tun, weil du weißt, dass du jemand anders bist, der Dinge anders tut. Da fängt es eben an. Und nicht, dass du dir Vorsätze machst und sagst, ich bin die Alte, aber jetzt mache ich es anders. Da kommst du nicht weit. Das hältst du nicht lange durch. Zuerst musst du wissen, wer du wirklich bist. Und dann kommen automatisch die richtigen Handlungen und die richtigen Entscheidungen, die du triffst. Aber solange du noch zweifelst, dass du diejenige bist oder derjenige bist, der manifestiert, der kreiert durch seine Vorstellung und durch seine Gedanken, solange du da nur einen leichten Zweifel dran hast und solange du nur einen Zweifel dran hast, dass das wirklich funktioniert, weil du es nicht gerade siehst, dann wird es nicht klappen. Es klappt nur dann, wenn du weißt, du kreierst, du manifestierst, das, was du siehst, was du dir vorstellst, wird zur Realität. Und wenn es nicht zur Realität wird, dann liegt es daran, dass du noch falsche Dinge glaubst, dass du noch falsche Dinge siehst, dessen du dir vielleicht noch gar nicht bewusst bist, dass du Bedingungen dran setzt. Aber wenn du Schöpfer bist, dann entscheidest du, wie die Dinge sind. Dann entscheidest du, was du verdienst. Und du entscheidest es so lange, was du verdienst, bis es tatsächlich nachher dein Verdienst auf deinem Konto ist. Aber wenn es nicht kommt, dann liegt es daran, dass du irgendetwas glaubst, dass es nicht kommen kann. Wenn es nicht kommt, dann liegt es daran, dass du irgendeine Bedingung dran setzt und dass du sagst, ich bin da nicht gut genug oder dass du sagst, ich bin da nicht präsent genug, ich mache nicht genug Werbung, ich bin zu teuer, ich bin zu billig, bla 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 bla. Ja? Diese ganzen Stories, da geht es darum zu lernen, die zu erkennen und sie zu drehen, sodass sie dir sagen, dass das, was du dir wünschst, da ist und in unmittelbarer Sichtbarkeit für dich steht, wenn du nicht wieder Zeug dahinter setzt, warum es nicht so sein könnte. Wir machen es alle. Wir sind alle so gepolt, ich will nicht sagen programmiert. Wir sind alle so sozialisiert. Wir haben alle diese Gedanken und diese Überzeugungen mitgekriegt, wie das Leben zu funktionieren hat, die uns unsere Kraft und unsere Power nehmen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir das verändern. Also, ich freue mich über jeden, der sich anmeldet. Es ist eine unglaublich einmalige Chance, da einzutreten in diese absolut bedingungslose Manifestation. Ohne Limits. Und zu glauben, dass es ohne Limits ist. Und zu glauben, dass du vom Bettler zum Millionär werden kannst. Und zu glauben, dass du vom Kranken zum absoluten Spitzensportler werden kannst. Wenn du das möchtest. Und zu glauben, dass du von einer, die immer belogen, betrogen vom Leben und von Menschen und von Partnern und Partnerinnen, zu glauben, dass du so jemand werden kannst. Ich hatte da noch was, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich weiß, es wird jetzt gerade auch ziemlich lang, aber ich habe von jemandem eine Anfrage gehabt. Der hat mir eben genau solche Sprachnachrichten geschickt und hat gesagt, ja, aber bei mir geht es nicht und ich habe schon alles probiert und finde es jetzt gerade, glaube ich, nicht, oder? Hier, weiß nicht mal, ob ich mich noch genau erinnere, was das war. Ich habe schon alles probiert und ich kriege immer wieder eine auf den Deckel. Und je mehr ich probiere, desto mehr weniger kriege ich und schaffe es. Und jetzt bin ich langsam so weit, dass ich glaube, dass für mich das halt so gedacht ist. Dass es mein Schicksal ist.
dass das Leben mich nicht mag, dass es mein Schicksal ist. Ich habe alles probiert. Mein Schicksal ist es einfach. Ich habe nie genug Geld. Ich habe nie eine richtige fröhliche Partnerschaft. Mein Schicksal ist es. Davon war er überzeugt, ja? Und wenn du davon überzeugt bist, wenn das deine Glaubenssätze sind, wenn das auch das ist, was dir das Leben gezeigt hat, dann hat das Leben dir das gezeigt, weil du das glaubst. Und ein Beispiel sage ich dir noch. Wenn es so ist, dass du meinst, du probierst alles, du hast schon alles probiert, du hast schon alles gelesen, du hast schon jede Diät gemacht, du hast schon, keine Ahnung, jede Manifestations- und Meditationspraktisch gemacht und so weiter und so fort und es hat nicht geklappt, dann liegt es daran, dass du nicht weißt, wer du wirklich bist und dass du aus diesem Seinszustand, aus dieser perfekten, göttlichen, wahren, liebenden Identität heraus zu denken, zu wirken, zu handeln, zu schaffen und zu schöpfen, noch nicht gelernt hast. Es liegt nur daran. Es liegt nicht daran, dass es irgendeinen auf dieser Welt gibt, der zum Leiden, zum zu wenig haben, zum zu wenig Liebe haben, zu wenig Geld haben, zu wenig Anerkennung haben, zu wenig Erfolg zu haben, dafür gemacht ist. Niemand. Das ist genau das, worum es geht. Wenn du jemand bist, bei dem es noch nicht geklappt hat, der alles schon probiert hat, der alles schon gelesen hat, der alles schon studiert hat, dann bist du genau richtig in dieser Kombi Ausbildung, Master of Divine Healing und Master of Divine Creation, weil, warum Ausbildung? Weil du dann wirklich anderen Menschen helfen kannst, aus dem gleichen Schlamassel rauszukommen. Und weil wir dafür hier sind, um uns gegenseitig den Bullshit aus dem Kopf zu ziehen, den wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg in uns eingetrichtert bekommen haben, damit wir klein und opfermäßig bleiben. Verstehst du das? Es ist nicht, warum du auf dieser Welt bist. Das ist eine Lüge, die sich über Generationen und Generationen hinweg in uns eingepflanzt hat, von der wir uns jetzt ganz klar befreien können. Weil es auch immer mehr Menschen gibt, die das leben, die das vorleben. Und ich bin eine von denen, die es absolut kompromisslos weiß und glaubt. Und für mich gibt es keinen Zweifel mehr dran, für was wir Menschen hier sind, für was wir Menschen in der Lage sind und dass es wirklich nur darum geht, unsere Wahrheit als liebende Intelligenz und als intelligente Liebe hier auf Erden zu bringen, zu manifestieren, zu zeigen in Schönheit, Freude und Begeisterung. Und alles, was dem entgegensteht, ist eine Lüge. Ich versuche nicht zu fluchen. Es ist eine Lüge, eine Lüge, eine Lüge, eine Lüge. Du bist großartig, schon immer gewesen, nur hast du Scheiße geglaubt. Punkt. Und die Wahrheit möchte ich dir gerne vermitteln, und zwar so tief, dass sie nachher in jeder Zelle deines Seins ist und dass, wenn dir irgendeinen Dünnsinn, der dich klein macht, der dich schlecht macht, der dich nicht gut genug macht, der dich einschränkt, wenn irgendeiner dir so etwas erzählt, dass du ein Lächeln auf die Lippen bekommst und sagst, das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt kenne ich die Wahrheit. That's it. Und mehr, um mehr geht's nicht. Es geht wirklich darum, dass du wieder zurückkommst in die Wahrheit. Und die Wahrheit fühlt sich grandios an, die fühlt sich frei an, die fühlt sich grenzenlos an. Und alles, was beengt, minimiert und mit Bedingungen belegt ist, stimmt halt nicht. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ich wünsche euch, dass ihr
Mehr und mehr erkennt, wer ihr wirklich seid, dass ihr die richtigen Dinge glaubt, dass ihr die richtigen Dinge wisst, dass ihr euch groß, gut und richtig und erkoren, auserkoren fühlt auf dieser Welt und dass ihr euch das kreiert und manifestiert, was euch gefällt. Weil wenn es dir gefällt, wenn es aus der Liebe entspringt, wenn es aus deinem Herzen kommt, wenn es Schönheit bedeutet, sei es für Mensch oder für Situation oder für Emotion, wenn es erhebend ist, dann ist es aus deiner göttlichen Identität heraus entstanden und nicht aus Mangel und nicht aus Angst. Also ihr Lieben, bis bald. Tschüssi.